Wow! Komm. So, aber so langsam habe ich wirklich Bock auf Wasser. Scheiße. 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 Ne. Okay. Wie weit kann ich zurückspulen und reicht das aus? Ah Gott! Ne, das war's. Das war's. Scheiße. Okay, das ist echt heiß. Heiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich kann gar nicht mehr richtig in Worte fassen, wie ich es finde. Ja. Ja. Tick-Tack, Prinz. Tick-Tack. Tick-Tack. Ja! Geht euch doch alle selbst an die Gurgel. So, wer das Ding bricht jetzt. Ja. So, hoch mit dir und rüber. Schlimm ist, das Ganze muss man hier wirklich schnell packen, weil man hat wirklich sehr lange keine Lebensspender. So grob. Na ja, komm! Ja, komm! Na, da ficken! Nee, also mal ehrlich. Das ist unfair. Ja klar, ohne Zeitlupe funktioniert es auf Anhieb oder wie? Ist ja schon so ein kleines bisschen unfair. So, und rüber, weil... Zeit, ne? Falsche Taste. Passiert mir irgendwie zu oft, ne? Zeit ist ebenso kostbar wie Flüchtling. Zeit ist etwas, das dir am meisten gilt. Jo, schön. Oh, was zu trinken? So, dafür hat's noch perfekt ausgereicht. Ah, Kacke. Alter, ich stand voll weit weg. Okay, nee, das schnalle ich nicht. Nee, das schnalle ich nicht. Was muss ich hier... Super, hab grad meinen letzten Sand verbraten. Ah, und drück den falschen. Ich könnt's. Ja, umbringen, ne, das Spiel. Das ist ja herzallerliebst. Herzallerliebst. Meine Fresse, ich kann doch nicht durchgehen, sterben, tun, machen. Aber guck dir mal an, wie schnell da die Zeit auch abläuft vom Leben her. Das ist ja... unmenschlich. Oh, komm, komm. Ja, der Schwarze geht mir halt auch voll auf die Eier. Von wegen, ah, hier, fühlst du dich schrecklich, so trinke was oder hey, ich gehe voll auf die Eier. Ne? Ihr wisst, was ich meine.
So, merken, einige Rätsel lassen sich leichter lösen, indem man es einfach kommen lässt und nicht immer mit Zeitlupe verleichtert. Ja! Seht ihr? Oh, cool. Hat mich zwar noch einmal getroffen, aber hier ziehen wir ja direkt wieder einen Ausgleich. Muss mal eben rüberhelfen. Guck mal, die Kamera kam sogar nicht mehr so schnell mit. Zeit ist ebenso kostbar wie Flüchtlinge. Zeit ist etwas, das dir am meisten... Ja, ja, cool. Wieder wunderbar hängen geblieben. So, diesmal haben wir es sogar perfekt auf Anhieb geschafft. Oh, was zu trinken? Jo, der Kleine geht mir immer noch voll auf die Nerven. Und ich hoffe, dass ich es jetzt gleich schaffe, weil ich jetzt endlich verstanden habe, was ich hier machen muss. Und die Zeit reicht noch. Halleluja. Jetzt nicht mit der Tasse vertun. Perfekt, ich habe mich nicht vertan. Oh cool, das ist eine Tür. Hoffentlich eine Tür, die mich in Sicherheit bringt. Vaters Schwert. Aber wie kommt es hierher? Okay. Tragische Wendung. Papi! Ach, komm schon. Hast du wirklich gedacht, du findest ihn lebend? Nach allem, was du erlebt hast, hattest du noch Hoffnung? Oh, Vater. Was habe ich getan? Und nun? Genug Sand aufnehmen? Die Zeit zurückdrehen? Oder vielleicht auf die Insel zurückkehren und in eine Zeit reisen, in der es noch nicht zu spät war? Vielleicht auf dem Weg noch schnell eine holde Maid retten? Nein! Ihr habt recht. Ich war wie ein Kind. Naiv und selbstgefällig. Stets bestrebt, meine Fehler ungeschehen zu machen. Aber ohne jede Verantwortung. Eieieiei. Genug. Fortan stehe ich zu meinen Taten. Und allen ihren Folgen. Was ist das? Du hast kein Wasser? Wie kannst... Ihr habt keine Macht mehr über mich. Yay! Kehrt zurück in das finstere Loch, aus dem ihr gekommen seid, und schenkt mir Frieden. Merken, wir dürfen unsere Waffe nicht werfen. Wer ist nur so ein... Ich möchte das Pferd von Papi jetzt nicht wegwerfen. Auf jeden Fall. Ach ja, und die mögen ja kein Licht. Und das Schwert leuchtet. Schön, so eine private Taschenlampe dabei zu haben. Hallo Ausgang. Haben wir eine Tür. So einen komischen Gang. Okay, das Schwert brauchen wir noch. Das Schwert brauchen wir ganz bestimmt noch. Alter, ist das Schwert cool. Soll ich nächstes Mal an dieser Stelle fortfahren? Okay, ich habe jetzt gespeichert. Ich mache mal einen Test. Ich kann es nicht mal werfen. Das macht das nicht werfen definitiv einfacher. Ich sehe da hinten diese Sandteile. Höp. Und höp. Bestimmt ist hier drin noch so ein Lebensspender versteckt. Na komm. Au, oh Gott. Unsichtbare.
Ah, da haben wir's. Und ab. Ah, ich dachte, da kommt vielleicht noch einer, deswegen war ich so still. Da komme ich an dem nicht vorbei und wundere mich erst einmal. Ich bin auch selten dämlich. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir einfach hier rüber. Der Sprung ins Ungewisse. So, einmal geht's darüber und einmal geht's. Ne, da hinten geht's nicht lang. Gut! Gut, also geht's da wirklich nicht lang. Das ist sehr interessant. Und vor allem auch gut zu wissen. Das macht einen immer glücklich, wenn man weiß, wo es nicht lang geht und wo es lang geht. Aber jetzt werden die aber langsam richtig kompliziert, ne? Was das wilde Umherhüpfen hier angeht. Ja, hier hinten. Und da haben wir ihn. Und noch einer, da ist noch einer. Nein, der Prinz hat die Waffen weggesteckt. Naja, da lebt doch noch einer, verdammt. Und ich habe ihn aber leben lassen, ach, ist doch egal. Ist ja egal, wir speichern. Nächster Raum. Warum ist es hier so verflucht dunkel? Und warum haben wir eine Tür für den Rückweg? Weshalb mag ich den Raum nicht? Oder mehr gesagt, diesen langen, dunklen Flur. Aber ich finde dieses leuchtende Schwert ganz cool. Seht ihr übrigens auch am Rand, ne? An dem Seitenrahmen, den ich euch gebastelt habe. Falls es noch nicht aufgefallen ist. Deswegen weise ich einfach mal so drauf hin. So ganz typisch altklug. Ne? Aber ich muss echt sagen, ich mag dieses Schwert. Muss ich ja echt sagen. Ich mag's. War auch mal im gewissen Zeitraum mein Desktop-Hintergrund. Jetzt ist es ja der. Momentan ist es noch der Turm von Babel. Der Turm, den wir. Babylon. Nicht der Turm von Babel, sondern der Turm von Babylon. Der Turm, den wir hier auch versucht haben, raufzukommen, wo wir auch mal drauf waren. Ne, also. Ne, also informationstechnisch bin ich hier voll der Mann. Und hoch. Und. Hallöchen! Ich mag's ja, wenn die einen begrüßen. So, und alle drei platt. Das war ja schön. Alter, was ist das denn? Und so fiel der Schleier von des Prinzen Augen und er erblickte die wahre Natur seines anderen Ichs. Diese grausame und verführerische Stimme, die einst in sein Ohr flüsterte und ihn auf den falschen Weg lockte, war nun verstummt. Der Prinz hatte die Macht über seine Sinne wiedererlangt. Wow! Ja, hier soll's weiter erzählen. Tada! Okay, nee, da geht's nicht hoch. Ich glaube, der Sprung ist zu weit, oder? Na, ey, du musst auch schon springen. Irgendwo einen Weg, bevor ich wieder was übersehe. Aber was heißt wieder?